Hallo und herzlich willkommen zu Over the Pop, dem Podcast von und mit Rebecca Miro und Faiz Mangat. O'clock in the morning, where you gonna be? Outside in the podcast, you gotta get yourself together. Also ich war 9 o'clock in the morning, ich war auf jeden Fall vor dem Laptop. Where were you? Und damit herzlich willkommen zu Over the Pop mit Faiz Mangat und Rebecca Miro. Toll. Toll, toll, toll. Toll, dass es dich gibt. Toll, dass du dich so bemühst, dass das hier am Leben bleibt. Ich habe natürlich. Ohne dich wäre ich verloren. Ach, Sonnenschein. Sonnenschein. Wie geht es dir denn? Ich glaube, mir geht es so, wie mein Gesicht gerade ist. Hässlich oder was? Zerknautscht. Ach so. Aber ja, man könnte auch sagen, mir geht es hässlich. Nein, natürlich nicht. Du siehst einfach nur sehr müde aus. Ja, ich bin auch sehr müde. Das ist auch das allgemeine, die allgemeine Situation. Mhm. Und zum Glück finden wir immer Lücken und Zeiten. Und das hat ja viel damit zu tun, dass du so flexibel auf mich eingehst. Deswegen muss ich wollte ja. Ich sagen, Dankeschön. Natürlich, man muss ja immer gucken, was gerade sozusagen busy-mäßig, was derjenige hat. Und dann muss man gucken, dass man sich anpasst. Ich bin ja zum Glück in dieser Woche nicht in meinen Workshops. Das bedeutet, ich kann mich wirklich flexibel, ich habe nur so Meetings, nur so Kleinigkeiten, wo ich irgendwo hin muss, irgendwas erledigen muss. Also diese ganz kleinen Sachen, E-Mails, Rechnung schreiben. E-Mails und so. Und daher war es für mich ganz klar, also ich hätte ja eigentlich jetzt ein Meeting gehabt, aber die sind zum Glück auch relativ flexibel. Und geil. Dann haben die gesagt, ja, ist okay, dann lass uns das einfach verschieben. Und weil ich gesagt habe, wegen Podcast und so, es geht nur morgen und so. Und dann war es alles okay. Aber kommen wir jetzt eigentlich hier zu meinem... Warte. Erstmal, wie geht es dir? Mir geht es wirklich sehr gut. Ich habe jetzt endlich mal meine Erkältung hinter mir gelassen. Ja. Also dieses ganze Rumgerotze, dieses ganze sich irgendwie schlecht fühlen, ist ja zum Glück jetzt seit ein paar Tagen, also wirklich, dass ich sage, ich fühle mich gesund. Und jetzt kommt das Krasse, ich habe wieder angefangen, Sport zu machen. Also das sehr bedeutet schön. Ja dann schon, also wenn man ja wirklich, wirklich wieder Sport macht, dann heißt es ja auch, dass dein Körper einfach wieder fit genug ist, das absolut. Einfach zu machen. Ich habe natürlich jetzt übertrieben krassen Muskelkater. Schön, ich liebe das so. Gefühl. Aber dann weißt du ja auch, du hast was gemacht, vor allem so am Arsch, Oberschenkel merke ich so bei jedem Schritt und ich so, ja, Mann, Maschine. Verstehst du? Mhm. Genau. Okay, ich komme scheinbar nicht drum rum, für die Hörerinnen und Hörer, Rebecca genießt sich selbst gerade sehr auf ihrer Kamera. Oh mein Gott. Und das vollkommen zu Recht. Deswegen Outfit-Check. Was musstest du töten, um diese Jacke zu haben? Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass die Leute auch wissen, dass ich seit 2017 bin ich vegetarisch. Genau. Und dieses 2017 bis 2018 habe ich komplett durchgezogen, war ich sogar komplett vegan. Okay? Dann irgendwann hat sich herausgestellt... 17 bis 18 warst du vegan quasi? Komplett vegan, okay. Genau. Und da war das für mich, hat sich herausgestellt, so ein bisschen doch kompliziert und zu viel, wie soll man sagen, also zu krass irgendwie. Es hat sich in meinen Alltag irgendwie nicht so richtig eingebracht, dieses ganze Veganismus. Und dann war es... Bestimmt wäre es jetzt auch wieder ein bisschen leichter. Es ist ja leichter geworden in den letzten Jahren. Ja, auf jeden Fall. Es ist leichter geworden. Es war natürlich ein großes Problem mit meinen Eltern, beziehungsweise meine Mutter hat das schon alles verstanden, dass ja auch Tiere und tierische Produkte, also alles, was Tiere auch herstellen, nicht geht. Mein Vater ist einfach nicht klargekommen, dieser arme Mann.
Immer wenn der Nee. irgendwo Mozzarella drauf gemacht hatte, ich so, Papa, das ist nicht vegan. Aber das sind keine Tiere, sind nur Mozzarella. Und ich so, ja, aber Mozzarella kommt vom Tier. Naja, egal. Auf jeden Fall war das sehr, sehr kompliziert und war es so für mich. Oh, wem schenkst du denn dein Küsschen gerade? Der fantastischen Grillo. Ach, Du, Grillo, Küsschen ganz auch an kurz, das ist Grillo. deine Küche und du kannst dich in deiner Küche normal benehmen, als wäre es Deine Küche halt. Deine Küche tatsächlich. Ja, ich wollte es gleich machen, aber ich wusste nicht, wie weit ich da komme. Ja, ich bin auf jeden Fall, genau, vegan und Ja, vegetarisch vegan, und keine vegetarisch, Mozzarella, keine keine Tiere. Mozzarella, keine Tiere. Und dann war es für mich so, nee, sobald ich zu meinem Vater irgendwie sonntags gehe, also jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich sonntags so Family Day und dann mit der Beste, ich Familie, war ja auch ne? schon mal eingeladen. Genau. Wahnsinnig Und schön. ja, es ist wahnsinnig schön, ich liebe das. Und dann war es für mich so, nee, ich möchte meinem Vater jetzt irgendwie auch nicht so voll den Stress irgendwie bereiten, weißt du? Und Ja. meine Mutter auch, weißt du, wenn sie ja so Kuchen gebacken hat oder so, die ist gar nicht klargekommen, diese arme Frau. Ist egal, auf jeden Fall, verdammt lange Rede, verdammt langer Sinn. Folgendes. Natürlich achte ich auch seit 2017, es war nicht nur einfach nur Essen, was ich in mich hineinstopfe, sondern auch, was ich auf meiner Haut trage, dass ich wirklich darauf achte, ja, kein Echtpelz oder irgendwo Tiere getötet worden sind, nur damit ich es anziehe. Okay, das heißt, ich ziehe auch kein Leder mehr an, diese ganzen Fur, ne, Pelzsachen, gar nichts mehr. Und deswegen achte ich darauf, dass das alles faux ist. Okay, it's faux. It's faux leather, it's faux mantel, it's Heißt das faux faux? Ich wusste everything. das nicht. Ja, faux. 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 Okay, it's faux. Ich Also, bin mir sehr sicher, dass man das anders ausspricht, aber nein, it's faux. Kannst du genau nachgucken. Du Evanescence. Ich liebe Evanescence. Hör mir mal zu. I know everything, okay? Also auf jeden Fall wollte ich für die Zuschauer, die jetzt, für die Zuhörer, die jetzt gar nicht mitkriegen, das ist mein Mantel, mein neuer Mantel, den ich mir gekauft habe. Und oh mein Gott, er ist weiß, er ist kuschelig, aber das Krasse ist auch noch, er ist ein Reverse-Mantel. Das heißt, ich kann den auch so Ach, tragen. hau Weißt du, ab. was Und ich dann ist er meine? außen so lederig und dann hat so einen Pelzkragen. Genau. Ja. Verstehst du? Also zwei Jacken in einer. Zwei Jacken in einer. Und ich Voll bin schön. total begeistert von meiner Jacke und weil mir auch Ja. heute wirklich extrem kalt ist. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das Wetter spinnt jetzt auch ein bisschen. Ich glaube, es Nur wird und langsam weil du auch Winter. Muskelkater hast. Weil ich vielleicht Muskelkater habe. Ich bin auch vielleicht auch ein bisschen müde und so. Deswegen dachte ich so, hey. Und jetzt fühle ich mich gerade so wohl. Also du könntest mir jetzt wirklich alles erzählen. Ich bin so, ich höre dir gar nicht zu, weil ich gucke nur die Gesäße auf meinen Mantel. Oh mein Gott. Genau. Ja, ich merke auch, du bist auch begeistert. Man sieht es in deinem Mundwinkel. Du willst es nicht so sagen, weil das ist ja nicht so dein Style, jemanden Nein, irgendwie. ich freue mich, dass du dich freust. Okay. Da freue ich mich, dass du dich freust, dass ich mich freue. Genau. Finde ich sehr schön. Dann freue So, ich jetzt erzähl mich, mal dass ganz du kurz, dich wo bist freust, du dass denn? Ja, ich ich mich freue freue, mich, dass dass du du dich mich freust, freust. dass du dich freust, dass ich mich freue, dass du jetzt bei Grillo bist. In Köln bist du gerade, oder was? Genau. Also, aktuell passiert Folgendes. Ich habe noch die letzten paar Solo-Termine. Jetzt am Freitag spiele ich in Wiesbaden und dann am 22. in Köln. Parallelproben Grill und ich für Moses Pelham. Und dann ist ja dazwischen noch das normale Leben, der normale Wahnsinn mit Auftritten und verrückten Kram. Und Ja, es ist einfach viel. gerade viel. Und wir haben gestern das auch mal kurz angesprochen, Grill und ich. Es ist nicht zu viel, so dass man halt so richtig dran untergeht und so, aber jetzt ist so der Zeitpunkt da und die Tour hat ja noch nicht mal angefangen. Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo du mit deinen Energien haushalten musst und das lernen musst und auch so ein paar Tools, dir ein paar Tools und ein paar Dinge anlegst oder Waffen anlegst, um dich selbst zu sichern, so ein bisschen. Das ist. Ja, was denn für Waffen? Warum sind wir jetzt hier plötzlich völlig in so einem Kriegsgebiet jetzt Nee, ich gelandet? wollte Tools sagen, Ah.
Und dann wollte ich wieder so ein bisschen cool Gangster sein und habe dann Waffen gesagt. Ich meine damit, dass du dir Tools anlegst, um einfach durch diese Zeit zu kommen, um dich Ja, selbst was nicht zu machst du denn? Was verlieren. sind denn deine Tools? Also meine Tools sind auf jeden Fall nicht zu empfehlen, aber die sind in Ja, dem Fall genau Alkohol. darauf wollte ich hinaus. Richtig. Die ganze Nacht irgendwie Party machen, Alkohol trinken, vielleicht wie so ein Schlot auch noch rauchen. Es geht, Also. also ich rauche tatsächlich. Ich merke das immer, wenn ich around anderen Rauchern bin, fällt mir auf, wie wenig ich rauche. Also auch wenn ich gerade denke, boah, ich rauche voll viel, rauche ich immer noch super viel weniger als alle anderen um mich herum. Ja gut, okay, wenn Leute drei Das ist ja Schachteln schon mal gut. rauchen und du Genau. Nee, also eine. ich will jetzt keine drei Schachteln Menschen als Vergleich nehmen, aber doch, es ist schon. Was findest du denn besser? Nein, ist ja dein Kaffee. Nee, aber du bist ja immer noch Bestimmerin. Nee, es war gestern. Nee, Ge Geht das Bestimmerin bis ist man heute? 24 Stunden, du kleine Teufel. Also Teufelin. ich persönlich würde eine Tasse nehmen, Ja, weil da dann geht, das ist ist ja das die voll Tasse. heiß dann. Sie hat mir Kaffee gemacht, weil sie einfach die Beste ist. Aber Das mein ist ja Gott, für ey, du dich, wirst da ja das auch ist wirklich für ja immer so Gläsern. Du willst das doch immer richtig in bedient. Gläsern. Nein, ich trinke das zu Hause immer in Gläsern, weil ich zu faul bin, zum Glas, zum Tassenschrank zu gehen. Nicht immer einfach in den Glas. Ja, das ist nur faule Bequemlichkeit. Hallo, da bin ich. Hallo. Takumi, ja, das möchte ich. Das ist, was die Untermieterinnen Gutes hinterlassen haben. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Takumi ist mein favorisiertes Ramen-Restaurant in Köln. Ach so, okay. Und das ist eine Tasse davon. Und deswegen mögen Habt wir ihr einfach das. geklaut, sozusagen? Ich weiß es nicht. Also Sind wir einfach ehrlich, kurzes. du hast es einfach geklaut. Nein, ich habe nichts, es nicht geklaut und ich möchte auch nicht, dass du mich als Dieb darstellst. Hundertprozentig. Du bist doch nicht an die Kasse gegangen und gesagt, oh, eure Tassen sind so schön. Ich möchte eine kaufen. Niemals. Das ist das, was ich tue. So komme ich an meine. Es gibt ja diese Kupferbecher, in denen es dieses Getränk Moskau Mule gibt, das ich ja total gern Ja. mag. Und Ja. manchmal gibt es einfach schöne Becher. Und es ist natürlich gang und gäbe in Restaurants und Dass du in klaust. Bars, dass diese Dinger geklaut werden. Genauso wie Ja. mit Aschenbechern. Ich gehe Ja. aber immer zum Kellner hin und sage: Brudi, es tut mir leid, ich werde das jetzt mitnehmen. Ja. Und dann sind die so: Nein, bitte mach das nicht und so. Und ich bin so: Naja, guck mal, aber ich habe doch Bescheid gesagt, wenigstens. Wenigstens habe ich Bescheid Ja. gesagt, weißt du? Also netter Dieb halt. Ja, und dann ist es so, dass dann die Personen super oft sagen: So, ey, bitte mach das nicht, das ist voll teuer und so. Und dann bin ich so: Okay, ey, wenn du sagst, dann nicht. Weißt du, und dann trinkst du den ganzen Ja. Abend da weiter, dann bin ich, wie ich bin. Und irgendwann steht dann immer der Becher da und die sind so: Komm, nimm mit. So. Okay. Das Also heißt, das heißt, die haben einfach nur Angst ich vor dir. erpresse die emotional. Richtig, das ist ja wunderbar. Das kannst du ja gut. Und plus, ich glaube, es ist auch dein Auftritt. Ich sag dir ganz ehrlich, würde so ein Hans-Jürgen da stehen und sagen, ich nehme das jetzt mit, würden die sagen, man halt der Maul. So, aber bei dir, mit deiner Blackness, mit diesem schwarzen Bart, diesen, haben die einfach nur Angst, weil Ich die glaube denken. tatsächlich, dass du mich. Dankeschön, aber ich glaube, dass du mich viel gangsteriger und Nee, es geht einfach um dein du Aussehen. stellst mich viel beeindruckender dar, als ich Also ich bin. finde es nicht beeindruckend, dass jemand jemanden bedroht. Also nur damit ich das ganz kurz feststelle, Ich habe ja? schon Nur gesagt, für dass ich alle. das mit Charme löse. Ich löse das mit Genau, es ist kein Charme, wenn du da hingehst. Ja, Charme. also ich nehme das jetzt mit. Ja, aber so Nimm sagen zum sie Denken. nicht. So sagen sie nicht. Natürlich. Du weißt ja nicht, wie du rüberkommst, aber es ist einfach so. Mit deinem schwarzen Hoodie, Nee, vielleicht den das Hoodie ist noch doch über das, den was ich Kopf. gerade sage. Du weißt nicht, wie ich rüberkomme. Doch, ich weiß, ich habe dich schon tausendmal gesehen. Du So, traust mir zu und viel dann, zu. dann auf jeden Fall mit diesem Cappy, dann hier so schwarzer Bart, Ich deine hab einfach Blackness. nur kein Cap. Wie du sagst, mit diesem Cappy, mit diesem, was heißt diesem Cap? Was Ja, heißt das? du hast Heißt das das, eine dass Cappy, du. was du immer anziehst. Du hast immer so ein Cappy. Ich habe Also tu jetzt nicht nicht so. also ich habe keine Cappy, von der man sagen könnte, ich ziehe die immer an. Das ist Ja. Quatsch, Rebecca. Ja, die sehen alle gleich aus, ist scheißegal. So, und auf jeden Fall kommst du dann da an. Mit deiner leicht aggressiven Art. Ja, ich nehme das jetzt Mit die mit. ich auch gerade, was ich gerade hier mache, oder Nee, jetzt spielst du natürlich wieder diesen Netten. Aber da in dieser Bar was? willst du es ja unbedingt haben. Also machst du dann einen auf so, ja, also ich nehme das jetzt mit, ne? Ja, genau. Nein, Hans-Jürgen ich hätte löse schon dich das eine in wirklich die Fresse mit. bekommen. Ich löse das wirklich mit Charme. Schirm, Charme und Ja. Melone. Ja, genau.
Dein Kopf ist eher eine Melone. So, genau. Auf jeden Und Fall, ansonsten sind Tools-mäßig zum Beispiel. Aber jetzt kommen wir mal ganz kurz wieder zurück. Aber die Tasse ist doch jetzt geklaut. Also deine ganze Geschichte, die du erzählt hast. Ach, es ist so viel Ecken, das jetzt zu erklären. Bitte glaube mir eine Sache. A, ich habe nichts mit dem Diebstahl dieser Tasse zu tun. B, Grille auch nicht. Das ist ja ihre Küche. Ja. Okay, also aber die Tasse ist jetzt nun mal da und ich mag das Restaurant. Können wir da einfach Schluss machen jetzt bitte? Nein, ich möchte, dass wenn Takumi oder Hakumi oder wie das Restaurant heißt, Takumi. Das hier sieht und dir die Rechnung dann schickt für diese Tasse. Meins meine ich nicht. Also die Firma Takumi in Köln wird mir keine Rechnung für eine Tasse schreiben, weil so viele Menschen, wie wir da bringen, so viel, oft wie wir selber da essen, ich glaube, ich bin theoretisch... das heißt, du bist also eigentlich... Ich bin stiller Teilhaber dieser Firma. Du bist stiller Teilhaber, wollte ich gerade sagen. Und deswegen ist es dir erlaubt zu klauen. Okay, Nein, alles klar, sehr ich schön. So, aber erzähl weiter. Genau, Tools, um auf Tour irgendwie klarzukommen. Wie gesagt, bei mir ist es definitiv Alkohol und ich habe immer irgendeine Serie oder ein Hörbuch, bei dem ich mich dann... dass ich dann höre. Sport wird es dieses Mal auch sein. Also ich bin jetzt bald wieder fit, mein Rücken ist bald wieder in Ordnung. Sehr gut. Und dann kann man durch Sport, kann man sich halt auch so ein bisschen nicht ganz so zugrunde richten, genau. Und Grillo geht zum Beispiel super viel spazieren. Sie hat auf Tour mit dem Bassisten immer das Hobby, dass die Federball spielen. Egal wo, sie sind so Cross-Federballspieler. Weißt du, stehen aber so mit Netz? Oder nee, einfach nee, nur so free? Die haben so, ja, nur so free. Aber, halt, aber okay. Auch schon richtig, die gehen so richtig dirty. Sind so, weißt du? Okay. Genau, ein paar Leute haben immer irgendwie ein Buch da. Also es ist ganz, ganz, ganz wichtig, um das auch mal einfach zu sagen, gerade in der Baustelle Moses Pelham, weil wir sind halt da. Also da ist ja schon Moses, dann bin ja da schon ich, das ist ja zum Beispiel auch der Cäsar, der Rapper, und dann, da wird schon viel Trash gebabbelt, also wir sind schon wirklich die ganze Zeit am Scheiße labern, weißt du? Ja. Und, ja, aber was ja auch wichtig ist, so ein bisschen Spaß zu haben, also Arbeit ja, ist ja schon gut, aber es gut, ist, ne? Genau, es gibt so den Bullshit-Talk, Normal-Level pro Tag, das wird so verdreifacht, wenn wir da alle unterwegs sind. Ja. Deswegen, das ist ein bisschen, es ist wirklich auch manchmal ein bisschen, ich muss mich auch selber disziplinieren und da ein bisschen. Ich meine, ich kenne es ja damals von Popstars, von diesem TV Allstars. Also ich meine, ich weiß ja, wovon du da sprichst, du gehst einfach jedem, und du und alle anderen, davon bin ich überzeugt, sehr krass allen anderen auf den Sack. So, weil ihr könnt ja dann auch nicht aufhören. Ihr habt ja dann nicht so eine Grenze, wo ihr dann sagt, so, okay, ja, Ding, ist wie so ein Kind auf dem Zuckerrausch, ja. Richtig. Nee, und genau, und das ist halt. Super geil. Kannst du dich denn noch erinnern an deine Tour, an dein Tourleben und wohin hast du dich zurückgezogen? Das wäre mal interessant. Ja, also das Ding ist ja, wenn man ja auch ein bisschen so, also weil ich habe ja auch natürlich drüber nachgedacht, wo wir auch angefangen haben, diesen Podcast zu machen, wie ja die Situation für mich persönlich war. Ne? Das Ding ist ja, wir waren ja nun mal 5. Ist ja keine gerade Zahl. Das heißt also, wenn man zu zweit, also wenn man immer sich so ein Pärchen sucht, ist immer natürlich eine alleine. Und an dieser Stelle ist ja gesagt, ich war die immer alleine war. Okay, also das heißt, Antoi und Törscher waren eigentlich immer zusammen und dann Miriam und Anne. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn wir zum Beispiel so Zimmer gebucht worden sind, dann sind auch immer so Zimmer, also so 3 Zimmer, 2, 2, einer. Und dann war es natürlich auch irgendwie so klar, dass ich so alleine mein Zimmer habe. Geil. So, weißt du? Und naja gut, du hattest ja auch einen Partner die ganze Zeit konstant durch, der ja auch hin und wieder mal vorbeikam. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Der ist ein paar Mal, hat er mich überrascht, aber es geht ja nicht. Also wenn wir unterwegs sind die ganze Zeit, kann er nicht die ganze Zeit beim Partner kommen. Ich glaube, das wäre auch nicht gut gewesen, wenn die ganze Zeit so ein Partner. Da wäre es, glaube ich, so, war das nicht so mit Dieter Bohlen und Thomas Anders und dieser Cora oder wie die heißt? Ich bin richtig in der Popkultur drin, ne? Die sozusagen immer, dass ich eingemischt hat, eingemischt. Das geht nicht. Das ist mein Beruf, mein Job. Du kannst natürlich schon ein paar Mal kommen, Überraschung. Ich habe mich auch gefreut, aber das geht ja nicht die ganze Zeit. Deswegen, die ganze Zeit über, muss man an dieser Stelle sagen, war ich eher alleine. So, das hat mich natürlich auf der einen Seite, fand ich das gut, aber auf der anderen Seite war das natürlich auch für mich sehr traurig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weißt du, dass ich irgendwie nie so jemanden hatte, mit dem ich mich zum Glück gut verstanden habe, war damals unser Choreograf.
Rafa, wenn der Oh, irgendwo ist auch war, ein Herz. genau, dann war ich mit Rafa die ganze Zeit. Und dann merkt man ja auch, dann ist es ja irgendwie auch schön, wenn man jemanden hat, mit dem man so Sachen teilt und was weiß ich, ne? Aber ansonsten war ich eigentlich die ganze Zeit allein. Also wenn wir auch Siehst irgendwo du, du hättest auch Freizeit in der hatten. Zeit, da schließt sich der Kreis, wenn du in der Zeit dann doch beschlossen hättest, nett zu mir zu sein, hätte ich dir auch Gesellschaft geleistet. Ja, also erstmal war ich immer nett. Okay, und das ist ja genau das. Und aber jeder war ja, das ist ja nun mal das, in seiner eigenen Band, wenn man irgendwo unterwegs war. Also wenn wir natürlich irgendwo zusammen waren, dann habe ich natürlich auch mit anderen connected und was weiß ich was, ne? Aber ich rede richtig von diesem Tourleben und dann ist man ja eigentlich nur unter sich, die Band unter sich. Und da war das meistens so, dass ich eigentlich für mich alleine war. Und das war eigentlich auch, muss ich ehrlich sagen, eigentlich gut für mich, dass ich dann auch mein eigenes Zimmer, weil da hatte ich wirklich so Rückzug. Da habe ich so Rückzug gehabt und konnte einfach, genau, mich um mich selbst kümmern. Ne? Das heißt, entweder so, dann habe ich so ein heißes Bad genommen, auch so Bücher gelesen, auch Serien geguckt, telefoniert mit Familie, Freunde, was also einfach, was man natürlich dann nicht machen kann, wenn man die ganze Zeit mit jemand anderem im Zimmer ist. Also man will ja auch nicht so jemand anderen stören oder ich weiß nicht, ne? Man Don't muss give ja a da ein bisschen shit. Rücksicht haben. Ja, ich weiß du, aber ich nee, fände das nicht cool. Und deswegen war ich da eigentlich zufrieden, dass ich dann mehr oder weniger alleine war. Aber die Schattenseiten waren natürlich, wenn wir zum Beispiel irgendwo in einer Stadt waren, wo wir so Freizeit hatten. Ja. So. Da weiß ich nicht, was die anderen immer gemacht haben. Also ich bin dann immer so alleine rumgelatscht. So. Aber was für mich ja auch nicht so schlimm war, dann bin ich einfach, ich habe auch Spaziergänge gemacht, wo wir auch in Wien waren und habe einfach Wien alleine erkundigt, bin alleine shoppen gegangen und so, so solche Sachen halt. Da habe ich Ja, aber. eine großartige Nacht in Wien im Kopf mit Giovanni Zarella. Das war unglaublich. Es war so, lass mal pennen gehen, morgen früh, bla. Das war The Dome. Das war einer der ersten The Domes in Wien. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, das war für. Ich weiß nicht, ob es für Wien jetzt eine große Sache war, den Dome auszurichten, aber es war auf jeden Fall so, egal wo du hingekommen bist, alle waren so, oh ja, stimmt, The Dome ist jetzt hier, The Dome ist jetzt hier. Okay. Und wir waren in unserem Hotel, so ein ganz normales Hotel, auch ein bisschen stadtauswärts. Und Giovanni und ich waren so, ey, komm, lass heute einfach früh pennen gehen. Und dann so, ja, okay. So eine halbe Stunde später so, ja, wollen wir nicht losziehen? Und dann so, ja, okay. Dann beim Fertigmachen so, pff, boah, Digga, ich hab gar keinen Bock. Weißt du? Und dann war es so ein, Herrgott, ich gehe mal unten eine rauchen. Und er war dann aber auch so, ja, komm, ich komm mal kurz mit. Und dann waren wir schon irgendwie so ready und waren so, naja, ach komm, lass mal gucken, ob wir irgendwie eine Kneipe finden oder so. Schnitt 4 Stunden später. Ich stehe vor einem Lokal, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich stehe vor einem Lokal, vor einem Türsteher und sag so, ja, können wir hier noch reinkommen in deinen Club? Und er so, wer ist denn wir? Ich so, drehe mich um und es steht wirklich eine Gruppe von 14, 15 Leuten da. Und ich Ach du so, Scheiße. alle. Das war so, dass wir sind wirklich von einer Kneipe in die andere Kneipe Und hast und immer haben Leute immer sozusagen. ein oder zwei mitgenommen, so weißt du? Das Lustige war, dass wir direkt von Anfang Krass. an eigentlich einer gesagt hat, wo wir hingehen sollten, wo wir dann am Ende auch waren, was ich gerade erzählt habe mit, wie viele seid ihr denn? Und ich drehe mich so um und bin so, alle? Das war der einzige Laden, wo in Wien was los war. Wir sind aber über Umwege und immer irgendwo in eine Kneipe, da war niemand, außer ein Typ, der so, hey, wo geht denn ihr hin? Wir so, ja, keine Ahnung, wir suchen irgendwo, wo was los ist. Und er so, kann ich mitkommen? Wir so, ja, klar. Und sind dann immer irgendwie mit, als zu zweit losgegangen sind, irgendwie fast 15, 20 Mann gewesen in der letzten Location. Das ist so ein lustiger Abend. Krass. Oh Mann, ist das schön. Ja. Das heißt aber, habt ihr euch sozusagen nur für diesen Abend so connected oder war das dann auch so, dass ihr im Endeffekt so Freunde dann hattet in Wien oder war das danach Wie eigentlich? gesagt, wir haben uns nie wieder gesehen. Ich habe natürlich einen Ah. polnischen gemacht, weil das Ja, natürlich, weil es ist ja ja deine Art ist, das asozial Thema. zu sein. Da war auch die lustige Situation, in der ich gedacht habe, dass ich cool bin, weißt du, und Ja. eine junge Dame mitnehmen konnte in Bezug auf. Ich wollte cool, witzig sein, weißt du, weil ich war so mit den Jungs, ich war so, ja, ich bin cool und witzig.
und habe aber eigentlich eine richtig lustige Retourkutsche bekommen, weil wir saßen da und dann, also wie gesagt, wir waren wirklich viel und dann sind wir da rein und sind natürlich total aufgefallen und natürlich auch der Promi-Faktor und so. Auf jeden Fall saß ich neben einer sehr netten jungen Dame, die mich so angeguckt hat und angestoßen hat und dann meinte die so, sag mal, wollen wir tanzen gehen? Und ich gucke sie an und sage so, Schatz, ich sag dir, wie es ist, ich bin tatsächlich nur, ich bin nur auf das eine raus. Ich will wirklich eigentlich nur Sex haben. Und sie guckt mich so an und denkt so nach und macht so, ja, wir können doch trotzdem vorher tanzen. Ich so, Stimmt Touché. eigentlich. Du hast recht. Also wir tanzen und dann. Das war so lustig. Ja, und ach so, okay, also das heißt, du hattest dann Sex. Ja, Das ist also die ganze Geschichte, die du mir erzählen wolltest, dass du sie so kam krass dann warst, dass du von, Sex genau, hattest. sie kam dann von sich aus irgendwann und meinte so, ich wäre jetzt bereit für den nächsten Tagesprogrammpunkt. Also das ist sozusagen deine große Das ist nicht die Geschichte irgendwie. Quintessenz von der Geschichte, aber es ist Doch, halt, wie das war gesagt, die an ganze. diesem. Doch, das war das. Du hast Wien Nein, gehört und dann es wolltest du war einfach unbedingt so die eine Geschichte wilde erzählen, Nacht. dass du einfach eine Frau sozusagen rumgekriegt hast, indem du nur Worte gesagt hast, ich will eigentlich nur Sex. Nee, ich Und sie wollte dann gesagt Yakuza, hat wie so. gesagt, aber sie war so. Immer Genau, aber schon. dann hattest du ja Sex. Deswegen, das alles, was Wien war jetzt, also eigentlich nur, also alles, was ich Nein, Leute nein, gehört haben, wir nein. können vorspulen, Das war die ist. schönste. Es war einer der schönsten Abende, die ich mit Giovanni hatte. Es ist wirklich auch schade, dass wir niemand, also wirklich niemanden aus dieser Gruppe danach je wiedergesehen haben. Ja, wie denn auch? Weil du möchtest ja nicht mit Menschen connecten, du möchtest ja nicht mal Tschüss sagen. Du willst ja nicht den Namen wissen, du willst ja nichts wissen. Also. Doch wir waren wirklich so, dass wir unseren Namen wussten. Aber wirklich, Giovanni hat auch einfach, wir sind da in diesen Club rein und er hat sich einfach in diesen Käfig gestellt Zu von Gogo-Tanz so oder was? Gogo-Tanzkäfig und so und hat sich einfach wirklich. Es war, also da war, an diesem Abend war einfach alles dabei, alles. Auch dann natürlich so eine blöde Situation, irgendwie irgendeiner so, hey, was denken ihr, wer ihr seid, und bla bla. Und ich so, bist du doof? Wir sind 18, was willst du denn jetzt so, weißt du? Und dann irgendwie gesagt, ach komm, scheiß drauf, komm mit, weißt du? Und wollte sich eigentlich mit uns anlegen, wir haben ihn aber einfach mitgenommen. Es Und war war alles plötzlich ein dabei. Freund. Es war einfach alles dabei. Es war ein schöner Abend. Das heißt also, ihr habt sehr viel Alkohol getrunken. Ich glaube gar nicht, dass es so krass viel Alkohol war da, weil wir mussten schon auch, also man muss schon auch faktisch sagen, wir haben echt am nächsten Tag mussten wir eigentlich relativ früh arbeiten, deswegen. Ja, als ob euch das abgehalten hat. Ja, schon. Wirklich? Ja. Also das heißt, du hast dann nicht so viel gesoffen, wenn du wusstest, am nächsten Morgen musst du fit sein, oder wie? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel. Ja, klar. Also ganz so dumm sind wir jetzt, bin ich jetzt auch nicht. Ja, aber du bist ja auch nicht abstinent. Das glaube ich auch nicht, dass du dann Nee, sagst, auf gar ich keinen trinke Fall. gar nicht. Obwohl, ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt. Ich weiß gar nicht, warum wir gestern überhaupt. Ach so, ja, doch, jetzt weiß ich es wieder. Wie gestern? Was war denn gestern? Wir wollten ja eigentlich unser Meeting machen, aber dann standen wir ja 100 Jahre Im auf der Stau? Autobahn im Stau. Und dann habe ich unterwegs noch geklärt, dass ich in der Comedy-Werkstatt kurz auftreten kann. Und dass dann noch eine. Genau, und dann war so, trink mal ein Vino, ja. Und dann habe ich aber, als wir dann hier bei Grille angekommen sind, war ich so, ach komm, ich gehe lieber pennen, weil ich muss ja morgen früh mit der fantastischen Rebecca Miro. I love it. Genau, du bist ja jetzt auch gleich wieder auf dem Sprung. Einfach damit müssen wir ganz kurz nochmal alles abdecken, wo wir gerade sozusagen stehen. Du musst jetzt gleich wieder los um 11 Uhr, glaube ich, weil du deinen Zug kriegen musst. Wo musst du denn jetzt schon wieder hin? Ich fahre nach Oldenburg. Da treffe ich den Asan. Kennst du noch Asan, den Ja, Comedian? Ja, in Asan. Bochum, in dieser, wo waren wir da nochmal ganz kurz? In dieser Universitätsdings. War Da, wo die Asan Mixshow da? war. Ja, natürlich. Asan war doch da. Ja, natürlich. Ja. Wahnsinnige Karriere, die der Junge hingelegt hat. Muss man einfach mal hundertprozentig respektieren. Wieso? Da, ich weiß gar nicht. Also ich meine, der hat auf jeden Fall einiges gewonnen, aber was meinst du mit Karriere jetzt? Der macht das Ganze hier vielleicht seit, also keine 2 Jahre. Ah, okay, krass, Der das wusste war, ich nicht. ich glaube, der war doch beim Philipp Uckel im Mad Monkey Room.
Und dann war Ich so weiß irgendwie davon Lust. nichts. Mega schöne Geschichte. Der saß, Aber also der hat auf jeden Fall, Aslan, der ist ja Newcomer. Ich glaube, der hat doch Dings gewonnen, der ist den aber Hauptpreis, wirklich oder? Newcomer im Sinne von Newcomer. Im Sinne von, egal wo der hingeht, der gewinnt alles. Und eben sein erster Auftritt war auch so, weißt du, der Philipp Uckel, ich meine, es wäre Uckel gewesen, sitzt halt da und sagt so, ach, du bist auch so ein cooler Typ, wenn du mal auf die Bühne willst, dann sag Bescheid. Und er so, ja, kann ich ja gerne mal Wie, und da machen. war ein So. Publikum da, oder Er was? war im Publikum und dann so, komm hoch, komm hoch. Und dann geht er hoch und macht irgendwie 7 Minuten, der Laden ist auseinandergefallen. Was? So. Das ist ja eine Aber krasse also Geschichte, wirklich, wusste ich ja gar nicht. ja, also ein bisschen glaube ich, dass er auch ein bisschen übertreibt. Also so spontan kann das nicht gewesen sein, aber er sagt, es war total spontan. Er ist einfach ein herrlicher Typ, super lustig, Ja, mega wollte ich gerade sagen, gut. der ist sehr herzlich, ein sehr herzlicher Typ. Also, so habe ich den jetzt kennengelernt. So weit man jemanden kennenlernen Genau. kann, wenn man, weiß ich nicht, auf so einer Mixshow halt zusammen ist. Ich habe mich nicht so viel mit ihm Genau. Wir unterhalten, machen aber der da scheint nett zu sein. eine Mixshow. Ist eher so ein Corporate-Ding. Also, das ist eine Firma, eine Agentur, die für ihre Kunden und ihre Kollegen einfach einen schönen Abend auslegen und dann füllen wir den Abend mit Comedy. Und da wird, ich werde moderieren und Hassan ist der Das wird gefährlich, Headliner. glaube ich. Wieso? Ja, mit diesen ganzen Firmen-Dings, die sind ein bisschen komisch. Die sind eher so am Essen, die sind, weißt du, was ich meine? Die sind nicht Ach so so, nein, dieses aber es ist richtiges tatsächlich, genau, Comedy-Publikum. es ist nicht eine Gala und ein Programmpunkt ist Comedy, sondern es ist ein Comedy-Abend für seine Kunden. Verstehst du? Ja, Also denen ist trotzdem. Du wirst klar, sehen, es gibt es wird Comedy. schwer. I don't give a shit, wie gesagt. Du wirst Also mich bei anrufen und Corporate. sagen, du hast recht, das wird schwer sein. Und was ist, wenn nicht? Was dann? Dann sage ich, Gibst du wow, dann eine Ausnahme. öffentliche Erklärung ab? Nee, dann werde ich Ich, dir Rebecca Höllenhündin Migro, dieses liege falsch? Klatschsymbol schicken auf WhatsApp. Nee. Ich will jetzt Natürlich. schon, ich will jetzt schon auch wetten mit dir. Nein, wir wetten nicht, sondern ich sage dir, so ist es normalerweise, dass du mal dann, dass vielleicht dann wirklich Leute sind, die vielleicht dann doch wirklich dabei sind und wirklich Spaß darauf haben, Bock darauf haben, keine Ahnung. Aber meistens ist es so. Ich will dich einfach, guck mal, das Ding ist, ich möchte dich einfach nur vorbereiten, dass du jetzt schon weißt, so es könnte so sein, dass du ein bisschen härter arbeiten musst. Okay? Give everything. Hast du mich jemals nicht alles geben sehen? Ich weiß, nee, ich habe noch nie gesehen, was dein Alles ist. Das ist das Problem. Also wenn ich jetzt wüsste, was dein Alles ist, dann könnte ich ja, okay. Also, oder war bis jetzt alles, was ich gesehen habe, dein Alles? Oh, jetzt weißt du selber nicht mehr, wa? Also war bis jetzt alles dein Alles? Sag doch mal jetzt. Oder ist da noch eigentlich Luft nach oben? Ich würde schon von mir selber behaupten, dass immer wenn du siehst, wie ich was mache, ich es at 150% mache. Okay, alles Aber klar, dann kann. zur Not geht aber auch 200%. Also hast du noch Okay, also nicht das alles heißt. gesehen, es ist noch Raum nach oben. Also, das meine ich halt. Also ich weiß, dass auf jeden Fall Potenzial ist, noch weiter, noch mehr. Das weiß ich. Das spüre ich in meinem Herzen. Das ist doch voll ein Kompliment für dich, dass ich weiß, so, ey, das ist nicht dein alles. Dein alles, das ist immer Nee, ich höre krasser. da nur den Vorwurf, dass du hast nicht alles gegeben. Das ist alles, was ich Nee, höre. das heißt einfach nur, dass ich real bin. Das weißt du ganz genau. Dass ich Immer einfach nur, dass ehrlich ich sage. real bin. Ja, aber real sein heißt auch nicht, dass du konstant durch die Gegend läufst und Leute beleidigst. Nee, ich beleidige ja niemanden. Nur weil du nicht damit umgehen kannst. Werbung. Kennt ihr diese Nudelsuppe? Und zwar die Ey, dreh Yum-Yum-Nudelsuppe mal um. von hier. Nein, Das ist kenne die ich sowas nicht. Marke. Nee, kenne ich Leute. nicht. Ey, und wenn Tut mir Grille und leid, ich uns sowas. nicht einig sind, dann ist es Ja. diese Yum-Yum-Nudelsuppe. Also ich bin ja überhaupt nicht ein Fan davon. Ich esse sowas auch gar nicht. Da sind so, guck nur auf der Rückseite, was da alles drin ist. Ist Eben für mich deswegen ist die so. ja geil. Deswegen ist die ja geil. Ja, dann sag doch mal, was da drin Da ist. ist natürlich auch bei Mondschein geraspelte Flügel. Fledermaus-Knochen-Extrakt drin. Aber Ja. trotzdem, es schmeckt einfach super gut. Und es ist Ja. 100%ig vegan, glaube ich sogar, ne? Haben die da drauf geschrieben. Don't know. Also ich bin ja überhaupt nicht so ein Fan davon. Ich Wir überhaupt können. auch nicht. Aber nur die. Nur die. Ja, also dann sag doch mal die Leute, die jetzt nicht zugucken, sondern zuhören, wie die heißt. Nongshim. Nongshim. Soon Veggie Ramen June Nudelsuppe. Ach so, Veggie ist das, das ist nicht vegan.
Doch, das ist auch vegan. Hier ist das Vegan-Zeichen da oben drauf. Ah, okay. Dann ist es ja vegan. Warum sagen die da aber Veggie? Egal. Also das Ding ist Veggie. Und die Verpackung ist vegan. Stimmt, das ist total dämlich. Jetzt, wenn man schon mal drüber redet, oder? Also sie schreiben Ja. Veggie drauf, Ja, aber es ist angeblich aber es ist vegan. vegan. Deswegen, es macht gar keinen Sinn. Da steckt bestimmt der Fuchs dahinter. Ja, oder es ist ja gerade jetzt so voll Trend geworden, überall vegan drauf zu schreiben. Es wird ja sogar auf Tomaten geschrieben, vegan, auf Salat, vegan. Also es ist einfach nur, dieses Wort anscheinend Ja, löst aber bei voll vielen das ist ja Leuten irgendwas der Grund, aus. warum es Straßenschilder gibt. Verstehst du? Es gibt ja einfach 15, 1000 Straßenschilder. auf 100 Leute sind ja 15 so dumm, dass die wirklich das Straßenschild brauchen. Also du siehst da vorne eine Kurve und du bist so, oh, wie schnell werde ich wohl fahren dürfen, wenn ich da durchfahre, weißt du? Ja. Jeder andere Mensch bremst runter, guckt, schaltet und gibt dann wieder Gas, weißt du? Ja. Aber nicht Diese diese 15 Leute. 15, das sind nicht 15, das sind eigentlich 5. Von 100 sind es 5. Die so dumm Ja. sind, ja, dass du denen Und auf eine er mehr sagen. Tomate vegan schreiben musst. Verstehst du? Ja, siehst du, und ich glaube nicht, dass es das mit den Leuten zu tun hat, sondern es hat was mit der Doch. Industrie zu tun. Mit vegan kannst du mehr Geld verlangen. Es ist ein Trend und vegan ist nun mal arschteuer. Leute fühlen sich so, ich esse vegan, bla bla bla. Das ist, hat gar nichts mehr damit zu tun, dass man wirklich irgendwie den Tieren nicht mehr schaden möchte oder der Umwelt oder sonstiges, Sondern sondern du wirklich nur willst einfach dieses dieses Trend. Verkaufsargument Oh, haben. Und genau. Und deswegen soll ja du jeder willst diese machen. Leute wollen sich entitled fühlen und gut fühlen und wollen so ein bisschen. Genau, und da, deswegen wird Oh, und überall ich vegan drauf rette geschrieben. die Welt und ich mache die Welt besser. Und dann Richtig. gehe Und ich da ins geht es nicht mehr um dieses Wahllokal und wähle eigentlich. Donald Trump. Genau, zum Beispiel. Und das ist nicht mal dieses eigentliche Ziel, irgendwie, weiß ich nicht, den Tieren nicht zu schaden oder der Umwelt. Weil das ist ja zum Beispiel mein Grund gewesen. Ich habe eine Dokumentation gesehen und war für mich dann so, also wirklich von jetzt auf gleich. Ich habe also jetzt morgens noch ein Wurstbrötchen gegessen. Also Wurst nicht, weil ich hasse Wurst, aber so mit so Aufschnitt. Ja, Habe so mein Brötchen Wurst. gegessen und habe dann mir das so angeguckt und war so, ja, okay, Okay, that's it. that's it. Das geht nicht mehr. Ich kann es mit mir nicht mehr vereinbaren. Und für mich ist es richtig krass, wenn ich an so einer Wursttheke vorbeigehe mittlerweile, ne? Also auch Ist schon der damals. schlecht oder was? Ja, also mir geht es richtig so, dass ich auch richtig so Trauer empfinde, wenn ich so das so sehe Oh, das tut und mir so leid. denke, ja, so ist richtig krass für mich. Ja. Deswegen. Aber jeder muss ja selbst für sich entscheiden, wie, was, wo. Für mich, ich habe es einfach so entschieden. Mir geht es auch viel, viel besser. Ich brauche keine Wurst, ich brauche kein Fleisch, ich brauche kein kein, wie soll man sagen, lebendiges Tier irgendwie oder getötetes Tier essen. Brauche ich alles nicht. Aber jeder, wie er möchte. So, kommen wir jetzt aber zu vielen Sachen, über die wir auch noch nicht gesprochen haben in Popstars, über Popstars. Wir Erzähl. sind hier over the pop. Und deswegen würde ich auch gerne mal Danke deine fürs Meinung. Erinnern. Ja, natürlich, weil es ist ja wichtig. Wir haben jetzt erstmal über Nudeln gesprochen, über dass du Sachen geklaut hast, diese Tasse und was weiß ich. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir mal wieder zu dem Punkt Ich kommen. habe nichts geklaut übrigens, by the way. Ja. Sagte er und trank aus dieser Flasche und aus dieser Tasse. Tasse und sagte dann, ja, es ist kompliziert. Wir wissen immer, wenn es kompliziert ist. Okay. Everything is good. So. Und es ist ein Thema, was ich eigentlich ganz cool finde, weil man muss ja auch mal, wir haben über sehr viele Schattenseiten auch über in diesem Business gesprochen, aber natürlich über coole Sachen. Zum Beispiel, was Popstars dir ermöglicht hat, müssen wir ehrlich mal sagen. Also was hat Popstars dir alles ermöglicht? Und vielleicht auch nicht nur, ich rede jetzt nicht nur finanziell oder so, sondern zum Beispiel Dinge, die du so vielleicht nicht bekommen hättest oder gesehen hättest oder Menschen oder sowas, ne? Und da kann ich auch gleich direkt mal anfangen. Also zum Beispiel gibt es so, ja, Momente, wo ich dann schon gemerkt habe, so, ja, ich glaube, ich bin schon so in Anführungsstrichen, weil ich hasse dieses Wort, aber ein Star. Ja? Und das war folgendermaßen, also wir haben ja zum Beispiel, das haben wir ja schon mal angedeutet, ne? Wir haben ja zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob ihr es bekommen habt, aber wir auf jeden Fall, Overground und Preluders. Telefone, also zu dieser Zeit auch richtig super, also die teuersten Telefone, haben wir geschenkt bekommen und auch Verträge mit Vodafone. Das war so Goldstatus oder irgendwie sowas, Starstatus. Du musstest dafür nicht bezahlen.
Ja, und früher, musst du dir vorstellen, war das ja schon arschteuer. Boah, Ne? Also, Telekommunikation in Deutschland ist eh übertrieben teuer, ja. genau, aber damals, musst du dir vorstellen, auch vor über 20 Jahren war das richtig teuer. Nicht so wie jetzt, so ja, für 9 Euro ein Weißt du noch Vertrag. dieser Internet-Button, wo du dann jedes Mal eine Oh mein Panikattacke Gott, genau, wo bekommen du richtig hast, wenn du Panik was hast, wenn du da naja. drauf warst, so, oh mein Gott, dein ganzes Guthaben ist weg. Nein. Genau, und das haben wir halt wirklich alles umsonst bekommen. Also, das war wirklich so ein Ding, was so 70, 80, 90 Euro gekostet hat im Monat. Und es wurde, wie gesagt, alles so bezahlt, dass du zum Beispiel irgendwie eingeladen worden bist auf irgendwelchen Fashion-Shows und ne, dass du nie bezahlen musstest, dass egal wo du warst, hast du immer diese ganzen Goodie-Bags bekommen. Und wenn du zum Beispiel, ja, das sind auch so eine Kleinigkeiten, wo ich muss ehrlich sagen, ich weiß, das ist vielleicht scheiße, aber ich muss das einfach mal outen. Dadurch, dass ich in jungen Jahren schon so krass daran gewöhnt war, nie irgendwo in einer, wie heißt das, in einer Linie zu stehen, nicht in einer Linie. Also wo Leute anstehen müssen, wie heißt das? In einer Schlange, in der Schlange. Schlange Also ich kenne das anzustehen. Wort nicht. Genau. Also in einer Schlange zu stehen. Genau, dass ich immer daran gewöhnt war. Ich war immer VIP, immer sozusagen an der Schlange vorbei, immer Hast direkt du? Nee, rein und ich habe so. mich immer, ich war, genau, das sagt schon viel über uns aus. Hä, Du wieso? bist an einen Ort gegangen, wo eine Schlange war. Und du bist einfach an der Schlange Nee, vorbeigegangen. ich bin nicht einfach, sondern mein Name war ja immer auf einer Liste. Ich gehe nicht einfach vorbei und sage so ehrlich, sondern ich war ja immer auf einer Ja, Liste. ich bin immer noch bis heute, auch wenn ich weiß, ich stehe auf der Liste, ich stelle mich immer in eine Schlange an und dann guckt irgendwann jemand und ist so, Feis, komm doch nach vorne, das ist doch Quatsch. Und dann bin ich so, oh Ja, Gott, man weil es muss es gibt aber auch erklären, nichts, warum. Weil du immer gibt mit alkoholischen nichts. Getränken draußen stehst und mit Leuten noch quatschst. Hä, das Deswegen. ist nein, das ist, eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Doch, hat es. Weil du ja dann immer irgendwie mit so einem Getränk da stehst und dann nicht Nein, ich bin deswegen. ja, komme ja gerade erst an. Was ist mit dir los? Ja, mit einem Getränk. Ich komme mit Getränk. Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall für mich ist es so, also das war schon irgendwie geil, muss man ehrlich sagen. Immer einfach in der Schlange vorbei, du bist immer sofort drinne. Was natürlich scheiße ist, irgendwann später, wo man so denkt, wo dann dein Status weg war und du, okay, du musst dich jetzt wirklich anstellen und bla bla. Aber zum Glück habe ich ja immer Freunde gehabt, muss man an dieser Stelle sagen, die in irgendeiner Branche irgendwas zu sagen haben. Und deswegen stand ich trotzdem immer auf einer Liste. Also ich muss ganz ehrlich sagen, guck mal, wie krass das klingt. Es ist vielleicht, für manche ist das vielleicht arrogant oder scheiße, aber Leute, ich bin einfach ehrlich. Wenn ich weiß, dass ich irgendwo hingehe und stehe nicht auf einer Liste, überlege ich es mir zwei oder dreimal, Dann ob gehe ich ich gar wirklich nicht erst hingehe. hin. Gehe ich gar nicht erst hin. Weil ich muss Nein. ehrlich sein, habe ich gar keinen Bock drauf. Und guck mal, du darfst ja auch nicht vergessen, in Berlin sowieso müssen wir gar nicht darüber reden. Egal, wo man irgendwo ist, man steht mindestens 2, 3 Stunden irgendwo. Ich rede nicht von so, ja gut, man steht dann halt so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Man steht da, also gerade in so Clubs, die so neu aufgemacht haben, so krasse Dinger, Events, bla bla, steht man immer 2, 3 Stunden. Und ich hasse das, ich mag das nicht. Ich kann das auch nicht, ich will das auch nicht. Und deswegen ist für mich immer so, also wenn du wirklich irgendwie so was Cooles ist oder so, bitte schreib mich auf irgendeine Liste, weil ich gar keinen Bock habe, irgendwo zu stehen. Okay? Okay. Und so, jetzt pass auf, diese Geschichte ist auf jeden Fall krass und ich habe sie letztens, als du diesen polnischen gemacht hast, ich mag gar nicht das Wort sagen, polnisch, warum polnisch oder englischen? Weil du einfach abgehauen bist, weil dein Charakter sozusagen es zulässt, dass du Menschen, die du magst, nicht irgendwie verabschiedest. Da habe ich die Geschichte dieser Traube von Menschen, mit denen ich ja zusammenstand, habe ich diese Geschichte erzählt. Und da ist es mir wieder so bewusst geworden, ich war so, ja, Mann, ich muss das auf jeden Fall im Podcast mal erzählen. So, es hat was auch zu tun mit Stars, weil wir doch, zum Beispiel auch vor viele ja, Leute uns schon mal gefragt haben, ja, welche Stars habt ihr denn schon mal kennengelernt und bla 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 und bla bla bla, ne? Also, es geht hier um Usher. Okay, und jetzt hör diese Geschichte. Ich bin. Reden wir von If you're feeling it, your body, you got somebody who. Dem Yes. Asche. Ja, Okay. welchen Usher gibt es denn noch? Wir reden nicht von Aschabächer. Wie gesagt, ich weiß ja nicht immer, wie du Sachen aussprichst, deswegen. Ja, weil ich sie perfekt ausspreche. Der heißt Ascher. Wie? Yeah. Sag mal, wie der heißt. Ascher. Okay. Oder also, sagst du Uscher? Gar nicht, sag ich. Ich habe nur gefragt, wie sprichst du es aus? Dann hast du es ausgesprochen. Ich habe gesagt, okay, red weiter. Ja, aber ich habe auch vorher so gesagt. Und jetzt tust du so, als ob, was weiß ich, habe es falsch ausgesprochen. Nein, ich tue gar nichts. Ich habe einfach nur gesagt, wie Okay, ist sprichst du egal. es? Ich lasse mich jetzt gar nicht von. Pass auf, diese Geschichte ist einfach super krass. Und sie zeigt auch, guck mal, es sind so viele Geschichten in dieser einen Geschichte, die auch zeigen, wie damals, also nicht nur damals, sondern vielleicht auch heute ist.
Gerade Leute, Stars, und wir reden, guck mal, wir sind darauf gekommen wegen P. Diddy, R. Kelly und wie sie nicht alle heißen. Und ich bin davon überzeugt, dass alle werden fallen. Auch eine Beyoncé und ein Jay-Z. Diese Zeichen stehen dafür, dass alle fallen werden.